und herzlich willkommen zu einer neuen Folge So geht das mit mir. Ich bin die Vicky und ich verrate dir heute, wie du deine Haare am besten in den Griff bekommst. Wer kennt das nicht? Frisch geduscht, Make-up drauf, auch das Outfit stimmt, aber was ist mit den Haaren? Deine Haare machen mal wieder, was sie wollen, du bekommst sie nicht in den Griff. Wir haben 10 geniale Tipps, um deine Haare zu bändigen. Erstens, Brillenputztuch gegen fliegende Haare. Viele Brillenputztücher haben einen Anti-Statik-Effekt und bewahren uns so vor fliegenden Härchen. Einfach mit dem Tuch über die Haare streifen, schon liegen sie wie eine Eins. Zweitens, Sprudelspülung. Der Geheimtipp vieler Models, ohne Witz. Die Haare nach dem Waschen einfach mit Mineralwasser durchspülen. Das enthält nämlich keinen Kalk, der die Haare stumpf machen könnte. Drittens, Haare mit einem Baumwoll-T-Shirt trocknen. Um die Haare nach dem Waschen nicht aufzuräumen und zu strapazieren, trockne sie statt mit einem Handtuch mit einem alten Baumwoll-T-Shirt. Auch hier gilt die alte Regel, nicht trocken rubbeln, sondern sanft das Wasser ausdrücken. Viertens, Locken langziehen. Du bist eher so der natürliche Typ, magst es nicht, wenn deine gemachten Locken puppenhaft aussehen. Glaub mir, ich spreche da aus Erfahrung. Dann solltest du jede Strähne, nachdem du sie mit dem Lockenstab eingedreht hast, kurz straff ziehen. So fällt sie dann auch schöner und es sieht super natürlich aus. Fünftens, Lockenstab mittig ansetzen. Die Locken wollen einfach nicht richtig halten, dann setz den Lockenstab das nächste Mal einfach in der Mitte der Strähne an und arbeite dich von oben nach unten weiter. So halten die Locken länger und sehen auch natürlich aus. Sechstens, extra Grip für Bobbypins. Du hast extrem sleekes Haar, sodass Bobbypins in Haarspangen immer rausrutschen. Besprühe sie doch einfach mit etwas Trockenshampoo, bevor du sie einsetzt. Und dann halten sie Ewigkeiten. Siebtens, nach dem Styling solltest du cool bleiben. Um zu verhindern, dass deine fertige Frisur direkt wieder an sich zusammenfällt, solltest du ihr mit kalter Föhnluft das perfekte Finish geben. So schließen sich die Haarfollikel, die Frisur hält länger und deine Haare kriegen den ultimativen Glow. Achtens, Wäschestärke. Wenn die Haare mal wieder gar nicht wollen wie du, zähme sie mit Wäschestärke. Einfach die einzelnen Haarpartien draufsprühen und losstylen. Aber Achtung, da Wäschestärke die Haare ziemlich strapaziert und austrocknet, solltest du diesen Trick wirklich nur bei besonderen Anlässen verwenden. Neuntens, Haarspray in die Hände. Wenn du etwas Haarspray in die Hände sprühst, bevor du einen sleeken Dutz stylst, dann haben Wuschelköpfe und Babyhaare keine Chance mehr. Der Bann steht wie eine Eins. Yeah! Zehntens, Mütze gegen Kräusel. Bist du auch ein Opfer von kräuseligem Haar? Kein Problem, zieh dir einfach eine Mütze auf den Kopf, bevor du ins Bett gehst. Zugegeben, das ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber so haben kräuselige Haare und Bad Hair Days keine Chance mehr. Diese Tipps sind ultra leicht und sollten dir garantiert helfen, dein Haar wieder in den Griff zu bekommen. Wow! Hast du vielleicht noch coole Lifehacks oder Tipps für deine Haare? Dann schreib sie gerne in die Kommentare. Das war's von uns für heute. Vielleicht hast du noch ein paar Ideen, dann lass es uns gerne wissen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Kakao!